Hallo ihr Lieben, wer mein letztes Video gesehen hat, der wusste schon, dass dieses Video jetzt hier heute online geht. Und zwar soll es heute meine Buchvorstellung zu Rebellion von Jennifer Armentrout geben. Und zwar, ich kann euch dieses Buch wieder nur kurz in die Kamera halten, weil sonst meine Kamera wieder mit dem Leuchte dieses Buches einfach nicht klarkommt. Weil es ist ein stark reflektierender Umschlag und ihr wisst, meine Kamera hat da echt immer so Probleme mit. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal so und dann stelle ich es jetzt hier hinter. Wartet eben, ist es stehen geblieben. Wir kriegen das hin. So, ich stelle es jetzt dahinter, sonst kriegt meine Kamera hier nämlich wieder kurz die Krise mit diesem Buch und ich werde wieder unscharf und dunkel und hell und dunkel und... Ach, wir kennen die Problematik mit meiner Kamera. Ja, auf jeden Fall habe ich Rebellion netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag, dass ich das Buch bekommen habe. Ich habe mich mega, mega, mega doll gefreut. Und ja, ich habe das Buch bekommen und habe es dann natürlich auch, nachdem ich das Buch, was ich aktuell gelesen hatte, dann beendet hatte, natürlich Rebellion auch gleich gelesen. Und es war wieder ein Genuss, dieses Buch zu lesen. Jennifer Armentrout ist und bleibt einfach meine Queen. Sie schreibt so schön sarkastisch und witzig und schmalzig und überzogen und übertrieben und kitschig und stereotypisch. Ach, ich liebe es einfach bei dieser Frau. Die hat einfach die perfekte Mischung von allen für mich immer noch. Ich kann es immer wieder nur sagen. Und ja, da Rebellion der zweite Teil des Obsidian Spin-Offs ist, und falls ihr weder Obsidian noch Revenge gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann schaut euch das Video jetzt bitte nicht weiter an, denn da es der zweite Teil eines Spin-Offs ist, muss ich, um euch kurz den Inhalt zu erklären, definitiv spoilern. Und das ist doof, wenn ihr noch nichts kennt davon, deswegen schaltet dann lieber ab und kommt später nochmal hierher zurück, es sei denn, ihr wollt gespoilert werden, dann bleibt einfach dran. In Rebellion geht es immer noch um Evie und Evie hat ja im ersten Teil erfahren, wer sie ist und dass sie eben nicht Evie Dasher ist, wie sie es die letzten Jahre gedacht hatte, sondern dass sie eigentlich Nadja Holiday ist und eigentlich ein ganz, ganz anderes Leben geführt hat noch vor 4 Jahren. Und Evie, / Nadja, kennen wir ja auch schon aus der Obsidian-Reihe, denn sie gehört zu Luke. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, inwieweit wir das in der Obsidian-Reihe erfahren haben, was mit Nadja eigentlich los ist. Aber Fakt ist ja gewesen, dass Nadja sehr, sehr krank geworden ist und Luke hat sie daraufhin zu Daedalus gebracht. Das ist ja diese große, böse Organisation in der Obsidian, wie auch jetzt in der Revenge-Reihe, die quasi, ja, nur böse, schlimme Dinge tut. Und Luke hat, wie gesagt, Nadja dann zu dieser Organisation gebracht, weil er wusste, dass sie Nadja retten können. Und ja, hat sie dann den Fängen von Daedalus überlassen und ist diesen Deal eingegangen, einfach damit sie am Leben bleibt. Und aus Nadja wurde dann Evie Dasher. Und Evie hat zusammen mit ihrer Mutter in einem Vorort von Boston, glaube ich, aus Boston gelebt? Oder Chicago? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Bin ich jetzt dann total doof? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie so typisch amerikanisches Setting, so einen kleinen Vorort gelebt und Evie ist dort zur Schule gegangen und hat ein ganz normales Leben geführt. Und das hat sich ja geändert im ersten Teil, als sie auf Luke getroffen ist. Evie ist mit ihrer Freundin Heidi und Zoe in einen Club gegangen und dort ist sie auf Luke getroffen und von dem Moment an hat sich ja Evies Leben komplett verändert. Und ja, Evie hat dann erfahren im ersten Teil, dass sie eigentlich Nadja ist, dass sie schwer krank war, dass sie ein Serum bekommen hat, was sie gerettet hat. Und ja, dann ist ja im ersten Teil noch ein Origin aufgetaucht, der Evie töten wollte und der ganz kryptische Sachen gesagt hat. Und ja, man hat am Ende vom ersten Teil quasi nur noch die Vermutung im Raum stehen gehabt, ist Daedalus jetzt zurück oder nicht oder... Was ist da los? Was wollte dieser Typ von Evie? Warum wollte er sie umbringen? Und was ist mit ihren Erinnerungen? Warum kann sie sich nicht an ihre Zeit als Nadja erinnern? Und ja, was hängt da alles dran? Das ist der Stand vom ersten Teil, wo wir zurückgeblieben sind, so im Groben. Da sind im ersten Teil natürlich noch ganz viele andere Sachen passiert, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen kann, sonst wird das Video einfach wieder viel zu lang. Und im zweiten Teil setzen wir jetzt exakt an den Punkt an, wo Evie von Luke gerettet wurde. Das Ganze ist 2 Tage her und die versuchen jetzt dahinter zu kommen, was dieser Typ wollte, warum er Evie angreifen wollte. Evie versucht natürlich weiterhin sich zu erinnern an ihre Zeit damals bei Luke. Sie versucht herauszufinden, wer sie denn jetzt eigentlich ist. Ist sie Evie Dasher oder ist sie Nadja Holiday oder
wer ist sie? Was für eine Persönlichkeit steckt eigentlich in ihr? Und dann hat sie natürlich noch diese Fragen im Kopf, was Luke betrifft. Sieht Luke in ihr einfach nur Nadja von damals oder sieht er sie jetzt als die Person, die sie ist? Und das birgt natürlich auch viele Zweifel in ihr. Und ja, das ist so der Punkt in der Geschichte, wo wir ansetzen. Und ich habe so erwartet, dass wir uns mit der Daedalus-Thematik in diesem Buch auseinandersetzen, aber es kommt ganz anders, denn es geht jetzt im zweiten Teil erst mal darum herauszufinden, wer Evie eigentlich ist, wo sie hingehört. Sie versucht ihren Platz zu finden und dann tut ein mysteriöses Virus um sich greifen, was Menschen töten kann. Und die Regierung lässt das alles so aussehen, als wären die Lux, / die Origins, dafür verantwortlich. Und ja, daraufhin eskaliert diese ganze Gesellschaftsstruktur ein bisschen und es bricht so ein bisschen untereinander alles auseinander und ja, dabei tut sich noch ein neuer Feind herausstellen. Und wer das ist und was alles genau dahinter steckt und was daraufhin alles noch passiert in diesen Buch und ob Evie irgendwie ihre Erinnerung zurückgekriegt und ob Evie irgendwie erfährt, was in ihrer Zeit bei Daedalus passiert ist, an die sie sich ebenfalls nicht erinnern kann, das ist es, worum es so im Groben in Rebellion geht. Und ich kann nur sagen, vom Inhalt her hat mir das Ganze wieder super gefallen. Dieser Cliffhanger am Ende, mega fies. Typisch Jennifer Armentrout, mega fieser Cliffhanger am Ende einfach nur, wo du dir denkst so, ist das jetzt euer Ernst? Ich habe das Buch zugeklappt und habe gedacht, so, dankeschön. Ich hätte jetzt gerne den dritten Teil. Jetzt, sofort, hätte ich einfach gerne den dritten Teil. Jetzt. Und nicht erst wieder in einem Jahr oder anderthalb oder wie auch, wie lange das jetzt auch immer dauert. Jetzt. Weil der Cliffhanger am Ende ist schon echt mega fies. Er ist richtig fies. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, vom Inhalt her hat mir das Ganze wieder gut gefallen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich fand es cool, was wir hier wieder alles erfahren haben. Und ich denke mir bei Jennifer Armentrout immer so, naja, es kann ja jetzt nicht noch mehr passieren. Aber doch, sie bringt einfach immer wieder neue Ideen in ihre Geschichten rein und bauscht das Ganze immer wieder auf und macht das Ganze nochmal dramatischer und nochmal spannender und was auch wieder für Leute gestorben sind in diesem Buch, wo du einfach so denkst so, was? Damit rechnet man jetzt nicht zwingend. Also es gibt so ein paar Tode, wo du dir denkst, okay, das hat man jetzt irgendwie erahnt, dass sowas passieren könnte, aber es gab halt auch wieder Tode, wo du dir einfach so denkst, what? Was? Du kannst doch nicht einfach... Was? Also, ja, da hat sie auf jeden Fall wieder einen rausgehauen, die gute Frau Armentrout. Und ich kann auch an dieser Stelle immer wieder nur die Übersetzung loben. Also, es ist ja, glaube ich, immer noch die Anja Malich, die das Ganze übersetzt, die auch schon Obsidian, ja, übersetzt hat. Genau, Anja Malich. Und da möchte ich an dieser Stelle auch einfach immer nochmal wieder die Übersetzung loben, denn die ist wirklich perfekt. Also sie ist witzig und die gute Frau Malich trifft das wirklich alles super auf den Punkt. Und ja, großes Lob auch an dieser Stelle mal an die Übersetzer, die diese Bücher für uns immer wunderschön übersetzen. Ansonsten kann ich zum Inhalt nur sagen, dass es mir wieder super gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das alles entwickelt hat. Ich mochte die neuen Ideen, die Jennifer Armentrout wieder reingebracht hat. Es war immer wieder spannend und es kam immer wieder noch was obendrauf und es passierte einfach immer wieder irgendetwas, sodass sie halt auch nie langweilig wurde in diesem Buch. Und ist einfach, I love it, I love it, I love it. Was die Charaktere betrifft, kann ich sagen, dass Evie als unsere Protagonistin in dieser Geschichte mir wieder super gut gefallen hat. Sie ist ein super sympathischer Charakter, sie ist so ein bisschen so ein tollpatschiger, trotteliger Charakter, die in diesem Buch aber auch echt eine Wendung durchmacht in eine Richtung, wo du dir denkst, so, oh, nice. Gefällt mir. Also Evie als unsere Protagonistin dieser Geschichte trägt das Ganze super. Und wie gesagt, die Entwicklung, die sie in diesem Buch durchmacht, gefällt mir auch sehr. Es ist, wie gesagt, Jennifer Armentrout typisch. Es ist alles sehr vollgepackt mit Stereotypen. Es ist alles sehr überzogen teilweise. Es ist ultra kitschig. Aber das ist halt Jennifer Armentrout. Sie spielt halt auch mit Klischees und dem Ganzen. Und wenn man Jennifer Armentrout liest, muss man sowas halt auch erwarten. Ne? Also man kann da jetzt kein total realistisches
Buch erwarten, was extrem in die Tiefe geht, was die Charakterentwicklung auch betrifft und sowas. Das wird man bei Jennifer Armentrout jetzt nicht bekommen, aber dafür liebe ich sie einfach, dass es halt eben auch nicht so ist, sondern dass sie halt diese perfekte Mischung auch bei den Charakteren aus Kitsch, Schmalz, Stereotypen und allem hat. Was Luke betrifft, hat er mir in diesem Buch auch wieder gut gefallen. Es gab bei Luke auch so 2, 3 tiefere Momente, wo man so ein bisschen mal auch hinter die Fassade gucken konnte, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ja, ansonsten, was die anderen Nebencharaktere betrifft, fand ich es auch mega super. Wie gesagt, wer in diesem Buch alles wieder getötet wurde, ist holy moly, what the hell. Ja, ansonsten haben wir für alle Obsidian-Fans Damon, Dawson, Archer, Dee, Kate auch wieder mit am Start. Also alle unsere geliebten Charaktere aus Obsidian kriegen hier auch einen Gastauftritt und kommen in dieser Geschichte auch wieder mit drin vor, was ich immer mega super finde, denn ich liebe Obsidian einfach. Und es ist einfach immer wieder krass, wenn man überlegt, wie Obsidian angefangen hat, wie sich die Geschichte in Obsidian dann weiterentwickelt hat zu diesem Weltkrieg und alles bricht auseinander und die komplette Gesellschaftsstruktur, wie wir sie kennen, zerfällt und alles muss sich neu sortieren und neu ordnen und jetzt sind wir halt 4 Jahre später und es ist eine neue Gesellschaft entstanden, die aber halt auch absolut... Oh, das war mein Tablet, Entschuldigung. Die aber auch absolut quasi am Rande des Zusammenbruchs auch wieder steht. Und das ist halt einfach toll zu sehen, wie diese Charaktere, die man von Anfang an begleitet hat, sich entwickelt haben, an was für einem Punkt die jetzt in dieser Geschichte stehen. Und das ist einfach wieder... I love it. Ich liebe es einfach. So, soviel zu den Charakteren. Was das Setting betrifft, haben wir, wie gesagt, wieder ein typisch amerikanisches Setting. Es ist das gleiche Setting wie im ersten Teil. Man lernt aber auch neue Orte kennen. Man wird an neue Orte geführt. Gerade zum Ende hin kriegen wir einen super Einblick auf die dunklere Seite dieser Gesellschaft, sagen wir es mal so. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das alles wieder super dargestellt. Sie hat das wieder super aufgezeigt. Sie hat die Orte super beschrieben. Aber da hatte ich ja bei Jennifer Armentrout eigentlich noch nie Probleme, mir irgendwie Orte vorzustellen oder Dinge mir im Kopf vorzustellen, die sie beschreibt und umschreibt und erklärt. Und ja, was das Setting betrifft, hat es mir also auch wieder super gut gefallen. Ich liebe Jennifer Armentrout einfach. Ich kann es in jedem zweiten Satz einfach nur immer wieder erwähnen. Ansonsten vom Schreibstil her brauche ich, glaube ich, auch nichts sagen. Kitschig, schmalzig, überzogen, stereotypisch, witzig, sarkastisch. Sexy auch auf jeden Fall wieder und ja, einfach typisch Jennifer Armentrout, genau wie die Übersetzung, die wir ja so sehr lieben gelernt haben, also ich zumindest. Und ja, also ich kann zum Schreibstil auch nur sagen, ein klassischer Jennifer Armentrout. Ja, ansonsten kann ich zum Buch eigentlich auch nicht viel sagen, außer dass jeder, der Revenge gelesen hat, unbedingt Rebellion lesen sollte. Und jeder, der Revenge nicht gelesen hat, liest erst Revenge, dann Rebellion, sonst funktioniert das alles nicht. Also das ist keine Geschichte, wo ihr die Bücher durcheinander lesen könnt. Ihr müsst da wirklich die Reihe schön nacheinander lesen. Am besten ihr lest vorher noch Obsidian, damit ihr auch wirklich alles versteht. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich Rebellion wieder wirklich sehr, sehr liebe und es wirklich wieder eine richtig gute Geschichte war und es definitiv eins meiner Jahreshighlights ist. So wie schon mal am Rande. Und ja, ich bin gespannt, wie es im dritten Teil jetzt weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob das eine Trilogie wird oder eine Tetralogie oder was kommt nach Tetra. Ich weiß es nicht. So eine 5-teilige Reihe wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was Jennifer Armentrout da wieder für Überraschungen für uns bereithält. Und ja, freue mich darauf zu lesen, wie es mit Evie und Luke weitergeht. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch nicht sagen. Ich nehme es noch einmal in die Hand und verwirre jetzt nochmal meine Kamera. Wenn ihr Rebellion schon gelesen habt, dann schreibt mir eure Meinung dazu unbedingt unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und denkt dran, falls ihr spoilert, immer schön Platz lassen für die Leute, die nicht gespoilert werden wollen, weil das finden wir alle kacke, gespoilert zu werden und das möchten wir nicht. So, mehr kann ich jetzt zu diesem Schätzchen hier nicht sagen, außer dass ich es liebe, dass ich es super fand und dass ich es euch definitiv empfehlen kann, wie eigentlich alle Bücher von Jennifer Armentrout. Und ja, schaut euch Rebellion unbedingt an, es ist so gut und es reflektiert wie Sau in meiner Kamera und ja, ich liebe es und ich glaube, damit endet dieses Video jetzt auch. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wie gesagt, eure Meinung gerne unten in die Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!